Meine Damen und Herren, damit sind wir nach dem ersten Enthüllungsakt. Jetzt gehen wir zu auf die zweite Enthüllung. Denn nach der Enthüllung der Büste wollen wir jetzt übergehen, um im Medium Vortrag, um im Medium Sprache noch einmal dieses Profil der Büste sozusagen semantisch einzuholen. Und das Profil Gandhis als Meisterdenker, als spiritueller Meisterdenker heute Abend herauszuarbeiten. Ich bin sehr froh und sehr dankbar dafür, dass wir für diese Skulpturarbeit zwei wunderbare Skulpteure, Vorträger bekommen haben werden, nämlich Martin Kempchen und Sudhir Kakar. Beide im Grunde Experten, langjährig arbeitend in der Ost-West-Passage, große Übersetzer, Vermittler zwischen den Kulturen, zwischen Ost und West, beides Autoren mit unzähligen Publikationen. Und die quasi prädestiniert dafür sind, uns heute sozusagen als Ortswechselmeister die Hilfestellung zu geben, damit wir unseren Ortswechsel, wie ich vorhin versucht habe zu skizzieren, heute Abend hier im Thema Gandhi erfolgreich hinzubekommen. Ich darf mich nochmal herzlich dafür bedanken, Herr Kakar, dafür, dass Sie die Einladung angenommen haben, hier nach Neversdorf gekommen sind, heute Abend zu uns zu sprechen. Vielen herzlichen Dank. Und auch Martin Kempchen, dass er langjährig mittlerweile ein Vertrauter der Stiftung, gemeinsame Projekte gemacht, die Tagore-Übersetzung gemacht, Mitherausgeber, einer der zentralen Herausgeber im Verlag der Weltreligionen, der im Herbst sein Programm eröffnen wird und im nächsten Frühjahr die ersten Bände von Martin Kempchen auf den Markt bringen wird, nämlich eine Ramakrishna-Ausgabe. Martin Kempchen, vielen herzlichen Dank. Ich darf Ihnen nun das Wort übergeben, um uns unseren Hauptredner heute Abend vorzustellen. Liebe Freunde, sehr gut erinnere ich mich an die Zeit vor fast 30 Jahren, als Sudhir Kakars erstes Buch herauskam. Es hieß The Inner World, A Psychoanalytic Study of Childhood and Society in India, Kindheit und Gesellschaft in Indien im deutschen Titel, und erforschte mit den Augen eines in Europa geschulten Psychoanalytikers die Familienstrukturen in Indien. Das Buch erregte so großes Aufsehen, gerade unter den europäischen Indienkennern, dass zum Beispiel die FAZ eine ausführliche Besprechung des englischen Originals veröffentlichte, verfasst von dem damaligen Indien-Korrespondenten Thomas Ross. In Indien ist die Familie die wesentliche soziale Einheit. Zum ersten Mal wurde in diesem Buch die indische Familie mit ihren weitgehend geheim gehaltenen Spannungen und Konflikten, mit den wissenschaftlichen Instrumenten der Freudschen Psychoanalyse untersucht. Kakar, damals schon praktizierender Psychoanalytiker in Neu-Delhi, bekam das Material für diese Studie aus zwei Quellen. Einmal aus seinem Sprechzimmer als Psychoanalytiker. Er entdeckte, dass sich ein Großteil der emotionalen Schwierigkeiten seiner Patienten aus Familienproblemen ergaben, gerade auch bei Frauen. Zweitens nahm er die indische Mythologie, also vor allem das Ramayana und Mahabharata, zur Hilfe, um gewissermaßen daraus typisch indische Archetypen und Verhaltensweisen zu erfassen. Gerade aus dem Verständnis des Mythos, der indischen Menschen seelisch noch so nahe ist, konnte Kakar die psychischen Probleme seiner Patienten verstehen und ihnen helfen. Diese Bemühung, indische Archetypen und indischen Mythos mit den Regeln moderner Psychologie analytisch zu durchdringen, bestimmt von Anfang Sudhir Kakars schriftstellerisches Werk. Er schrieb über die Mystiker, die Ekstatiker, die Schamanen, die Erotiker, die Heiligen und Narren Indiens. Ein Buch widmete er dem bedeutenden bengalischen Hindu-Heiligen des 19. Jahrhunderts, Ramakrishna, ein weiteres dem Erotiker Vatsyayana, dem Verfasser der berühmten Kama Sutra.
Zuletzt erschien eine Biografie jener europäischen Frau, die dem Inder und Mann Mahatma Gandhi am nächsten stand, über die britische Mirabeen, die Gandhi während des indischen Unabhängigkeitskampfes jahrzehntelang unterstützt hat. Sein deutscher Titel heißt »Die Frau, die Gandhi liebte«. 205 in Deutsch erschienen, ist es ebenso ein Buch über Gandhi wie über Mirabeen. Das für mich bedeutendste, bemerkenswerteste Buch zu diesem Thema heißt »Der Heilige und die Verrückte«, 1993 erschienen. Es beschreibt im Dialog mit der französischen Autorin Catherine Clément das Leben Ramakrishnas und einer französischen Mystikerin. Beide lebten im 19. Jahrhundert. Sie hatten vergleichbare visionär-religiöse Erlebnisse und vergleichbare Lebensformen. Doch die französische Mystikerin verbrachte Jahrzehnte in Nervenheilanstalten, weil sie von der Gesellschaft und den Ärzten als Verrückte angesehen wurde. Während Ramakrishna als Heiliger und Guru allgemein verehrt wurde. Judy Kaka und Catherine Clément werfen so ein Schlaglicht auf die Unterschiede im religiösen Selbstverständnis in der europäischen und in der indischen Gesellschaft. Ein Thema, das Judy Kaka in mehreren Büchern behandelte, ist Sexualität, Erotik und Liebe in der indischen Gesellschaft. Hierfür ist er in Indien wie im Westen am ehesten bekannt geworden. Wer erlebt, wie stark bis heute dieses Thema in Indien tabuisiert ist, kann die befreiende Wirkung von Kakas Büchern ermessen. Ein Psychoanalytiker und von Konventionen befreiter, humanistisch eingestellter Mensch schreibt hier über ein wesentliches Thema im indischen Leben, auf eine Weise, dass auch Europäer davon profitieren. Sie werden bemerkt haben, dass in Judy Kakas Themen selten der Ost-West-Bezug fehlt, die Ost-West-Passagen. Er ist ein neuerer, ein kreativer Geist, weil er ständig in Indien mit Europa und Amerika verbindet. Das heißt, als Fachmann der sehr abendländischen Wissenschaft der Psychoanalyse denkt er über indische Archetypen nach. Doch Kakas Kreativität bewegt sich auch in eine andere Richtung. Er, der Wissenschaftler, hat immer schon allgemeinverständlich für ein nicht spezialisiertes Publikum in Indien wie im Westen geschrieben, doch seit einem Dutzend Jahren schreibt Judy Kaka Romane. Die Bücher über Vatsyayana und Ramakrishna sind als Romane konzipiert. Der erzählerische Ethos Indiens hat auch Kaka überwältigt, hat ihn eingeholt. Denn in Indien hat man erst etwas in sich aufgenommen, wenn man es zu erzählen weiß. Er bedient sich dabei der modernen Literaturgattung der Faction. Das sind Fiction und Fact verschmolzen, also Erfindung und Tatsache in eine Einheit gebracht. Tatsachenromane haben bei uns von den USA kommend inzwischen Schule gemacht. In Indien jedoch ist Judy Kaka einer der ersten und einzigen, der diese Form pflegt. Auch Kakas Band über Mirabeen und Gandhi gehört in diese Kategorie des Tatsachenromans. Im vergangenen Jahr hat Judy Kaka zur Frankfurter Buchmesse sein bisher letztes Buch vorgelegt mit dem Titel »Die Inder – Porträt einer Gesellschaft«. Es ist etwas wie eine Zusammenfassung seiner bisherigen Ideen und Bemühungen geworden. In diesem Psychogramm des indischen Menschen wird der Bezug zum Westen konkret durch die Mitarbeit seiner Frau Katharina Kaka, einer Deutschen, die auch heute in unserer Mitte ist. Zum ersten Mal wagen es die beiden Autoren, trotz aller Risiken, den Inder als einen Typos aufzufassen und als einen solchen zu beschreiben. Für mich, meine Damen und Herren,
ist Sudhir Kaka ein hervorragendes Beispiel des globalen Inders. Eines Inders nämlich, der seine Sensibilitäten, seine Kenntnisse und Reflexionen global ausbreitet, aber tief verwurzelt bleibt in der Kultur Indiens. Er hat für uns moderne Menschen das Besondere Indiens herausgearbeitet, und zwar jenseits esoterischer Euphorie und gesellschaftlichen Pessimismus. In Indien ist er immer zur Stelle, wenn Zeitprobleme kommentiert werden. Auch im deutschen Sprachraum ist er in den Medien mit Interviews und Essays sehr präsent, zuletzt vor allem während der Frankfurter Buchmesse. Für uns in Deutschland ist Sudhir Kaka geradezu unersetzlich, unbezahlbar, weil er als einziger renommierter indischer Schriftsteller die deutsche Sprache fließend beherrscht. Zweimal nämlich hat Sudhir Kaka im deutschen Sprachraum studiert. Er studierte Volkswirtschaft in Mannheim und später am Sigmund Freud Institut in Frankfurt, wo er zum Psychoanalytiker ausgebildet wurde. Es begann aber ganz anders, nämlich den elterlichen Wünschen folgend mit dem Studium des Ingenieurwesens in Ahmedabad. Beides, Volkswirtschaft und Ingenieurwesen, reizte ihn aber nicht als Beruf. Der Wendepunkt kam, als er den berühmten Psychoanalytiker Erik Erikson kennenlernte, der gerade in Indien ein Buch über Mahatma Gandhi schrieb. Er lud Kaka in die USA ein, dann war die nächste Station Frankfurt. Als Wissenschaftler und Schriftsteller hat Kaka an vielen Universitäten gelehrt, in Chicago, Harvard, McGill, Melbourne, Hawaii und Wien, um nur einige Stationen zu nennen. Er ist ein moderner Guru der indischen Gesellschaft geworden. Es ist für uns in Neversdorf eine Ehre, dass Sie, Sudhir Kaka, zu uns über einen Meisterdenker Indiens sprechen. Über Mahatma Gandhi, den Friedenskämpfer, den religiösen und sozialen Reformer, über den Inder, der für die meisten von uns in Europa Indien repräsentiert. Der Meisterdenker Sudhir Kaka spricht zu uns über den Meisterdenker Gandhi.